Ja, halt, weil wir haben grosse Herausforderungen durch den enorm grossen Leerwohnungsbestand, den wir festgestellt haben, respektive die Statistiken uns gezeigt hat. Also selber merkt man es ja nicht unbedingt. Also wir haben schon gemerkt, die Entwicklung, dass da Leerwohnungen rum sind, das hat man natürlich festgestellt. Dort sind wir nachher in Kontakt mit der Frau Seidler, die uns gesagt hat, also eigentlich müsste ihr etwas machen jetzt. Das ist nicht möglich, dass man das einfach nur so auf sich dazu kann. Die müssen eigentlich reagieren. Städtli-Werkstatt ist ein neues Planungsformat oder ein anderes Planungsformat. Es geht um einen integrativen Stadtentwicklungsansatz, sagt man im Fachlichen. Und das meint eigentlich, dass man nicht mehr von oben ab entscheidet, als die grossen Stadtplaner, die alles wissen und können, sondern dass man unten rauf die lokale Bevölkerung, die betroffen ist, als Experte mit ins Boot holt. Wenn die Bevölkerung Lösungen für sich selber entwickelt, ist es auch bereit und wird umgesetzt. Und wir wollen ja langfristige Lösungen, nicht solche, die morgen wieder über den Haufen gefallen werden. Also wir haben durch die Leerstandsentwicklung haben wir die sogenannte Binnenwanderung und durch das entleert sich der Dorfkern oder der städtliche Kern. Und auf eine Art, wo eben dann der Stadtkern die Identität verliert oder das Ortsbild kaputt geht. Und der Entwicklung von der Entleerung, der sagt man, weil es ein Loch gibt in der Mitte, das ist der Donut. Und das Ziel ist jetzt, aus dem Donut wieder einen Berliner zu machen, wo man den städtlichen Kern oder das Herz von Huttwil füllt mit der Füllung, die alle Leute gerne haben. Eben so das Gummfisch oder Vanillecreme oder Schoki spielt völlig keine Rolle. Aber die Städtli-Werkstatt definiert, was die Füllung ist. Was jetzt nur gegangen ist in diesem halben Jahr, ermutigend eigentlich. Weil wir haben ein schwerfälliges politisches System, aber das ist ja auch unsere Stärke oder so. Ich hoffe schwer, dass sich viele anstecken von dem drei, die wir jetzt hier haben. Man muss wegkommen von den Wachstumsstrategien, von der Rendite, Gewinnmaximierung. Muss man einen Weg finden, wo es eben, dass man nicht Wachstum als ein heiliges Ziel anschaut, sondern dass man eben auch sagt, auch Schrumpfung kann eine Stadtentwicklung sein und kann ganz viel Potenzial bergen. Man muss dort eine andere Strategie finden. Qualität vor Quantität. Eher hoffen wir aber, dass man mit der Bevölkerung zusammen vielleicht gewisse Sachen erreichen kann, dass es halt auch eine Ausstrahlung gibt. Es ist eine innovative Gemeinde, es wird etwas gemacht. Wir haben erste Budgetzahlen gesprochen für 2020. Wir möchten die ersten Ansätze machen im nächsten Jahr, wo genau diesen Ideen, die jetzt dann sind, gebracht haben, kann Rechnung getragen werden. Das Medieninteresse ist darum so gross, weil es ist ein Problem, das die Schweiz hat. Wir haben eine Leerstandsentwicklung. Wenn man dem nicht nachgeht oder das nicht anschaut, auf übergeordneter Ebene, Behörden, Politik, Fachleute, Ökonomie. Die Leerstandsentwicklung, das ist ein neues raumplanerisches und ökonomisches Thema, das die Schweiz bewegen muss. Und ich glaube, die Medien haben das erkannt.